Es sind dann auch bekannt als Anne's Kitchen und ich schreibe Kochbücher und ihr seht mich auf meine Reisen durch die Welt. Ich mache heute einen Remix von einem absolut Lützebäuer Klassiker, der guter Wein Sauce ist. Ich mache heute das Ganze mit einem italienischen Twist und serviere es mit lecker Polenta. Für mein Plan brauche ich natürlich gut Wein Sauce. Und die Sauce wird natürlich mit Muster und mit Wein gemacht. Butter dürft zwar auch nicht fehlen. An, es kommt auch noch gute Schutzrahmen dran. Als Beilage machen wir ein Polenta. Du könnt auch noch italienische Parmesan dran. Und noch ein gut viel Butter. Und du willst manchmal ein Gremolata mit Petersilie drauf, wo noch ein bisschen frische Knoblauch dran könnt. An, Zitronensaft, für den Ganzen ein schön frisch zu gehen. Ich brate die Weinsauce nicht klassisch als Sauce an, aber ich mache kleine Meatballs draus. Und dafür holen wir die Haut von den Sauce rauf. Da holen wir einfach kleine Stücke Fleisch rauf. Kleine Buletten. Gut, die können lo an gut viel Butter umgebraten gehen. An Schale lo den gute Butter, den halt voll mit den Fleisch schön ist. Und dabei könnt dann lo ein bisschen Wein an, aber auch Muster. Und das ganz gut dann mit Wein aufgelascht. Und dann dürft bei einer Mustardsoße auch nicht die gute Rahmen fehlen. Da brauche ich wirklich nicht zu spüren. Also, das riecht wirklich nur Lützburg. Ich will, dass meine Soße ein bisschen mehr dick geht. Da will ich benutzen schon ein bisschen Maizena. Und ich vermische das noch mit ein bisschen kahler Rahmen, für dass es sich gut ablässt. Und dann schütte ich das bei meiner Soße dabei. So. Und da kann ich nur mit kleinen Fleischbällchen zurückkommen. Dass das passt. Das ist es für meine Soße. Da fehlt nur noch die gute Polenta. Aber wenn Wasser bis kocht, kommt Polenta dabei. Du möchtest noch Kochblock Wasser rauf, weil das speist wie kleine Vulkane bemol. Und da könnte lo noch ein guter Schnatz Butter dran. Und es kommt auch noch Parmesan dabei. Zu Lützeburg gebe ich ja traditionellerweise Petersilisch ob sein Wein zu, siehst du nur drauf, Mann. Mir ich dem Ganzen ja gerne einen italienischen Twist haut. Und du meinst, meine ich ein Gremolata. Und du könnt noch Knoblauch und auch Zitronensasten dran. Und schön habe ich einen guten Bund, platte Petersilisch. Zu Lützeburg benutzen wir ja echt die Krauslöschen mit Italiener und die platte Leber. Und du hacken ich mal eine gute Portion drauf. Da könnt ihr ein bisschen frische Knoblauch dabei. So, und da könnt noch Zitronensaft dabei. Und das bringt wirklich so richtig Sonne an diese Platte. Den Gou von S22 gebe ich als eine kulinarische Multikulti-Explosion beschreiben, wo ganz viel Gou in Summe kommen. Können wir los essen. Guten Appetit!